Salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Preise Allah, dem Herrn der Welten, und Segen und Frieden mit dem Propheten Muhammad und mit den Gefährten und denen, die der Rechtsleitung folgen, allesamt. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, der einzig ist und kein Teilhabe hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist. Amma ba'd, des Weiteren. Möchte ich heute an einem bestimmten Punkt innehalten. Es ist keine ganze Aya, aber es ist ein Stück, was in mehreren Ayat vorkommt und so bedeutsam ist, dass es häufig auch als ein einziger Inhalt gebracht wird. Inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'as sabirin. Was bedeutet das überhaupt? Wörtlich finden wir viele Übersetzungen. Wahrlich, Allah ist mit denen, die... Und jetzt ist die Frage, die standhaft sind, die geduldig sind, die ausdauernd sind, die ertragend sind. Alles verschiedene Sinngebungen für ein und dasselbe Wort. Und ich habe mich schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken getragen, bestimmte Begriffe einmal ganz anders auszuloten als nur rein sprachlich. Denn hierhinter, hinter diesem letzten Schlusssatz, der häufig am Ende einiger Ayat steht, steckt offensichtlich etwas viel Tieferes, als nur zu sagen, geduldig zu sein, standhaft zu sein, sonst etwas. Worum geht es da eigentlich? Der Begriff Sabr lässt sich eigentlich durch eine bloße Übersetzung nicht auslurfen. Wenn wir tatsächlich einmal hingehen und betrachten diesen Begriff, so wie er verwendet wird, kommen wir auf etwas ganz anderes. Da heißt es zum Beispiel in einer Überlieferung, Isbiru ala salatikum. Wortwörtlich, seid geduldig mit eurem Gebet, völliger Quatsch. Oder seid standhaft mit eurem Gebet, auch Unsinn. Seid dauerhaft in eurem Gebet, wird schon ein bisschen besser. Haltet an eurem Gebet fest, ist etwas besser. Lasst euer Gebet nicht im Stich, klingt komisch, ist inhaltlich vielleicht ein bisschen besser. Aber auch zum Beispiel, haltet immer fest daran, dass ihr das Gebet verrichtet und die Beziehung zu Allah aufrechterhaltet, kommt vielleicht dem am nahesten. Merke, der Begriff Sabr oder auch das Verb Sabra Yasburu kann man nicht immer wortwörtlich auf eine optimale Weise ins Deutsche übertragen. Jetzt stellt sich aber genau hier die Frage, was bedeutet das? Es ist offensichtlich ein ganzer Spektrumsbogen, ein Range auf Englisch, der hier zugrunde liegt. Was das wirklich bedeuten kann. Verzeihung? Und deswegen beginne ich einmal so. Offensichtlich ist ein Grundgedanke von Sabra das Aushalten, das Festhalten, das Fest an einem Standort verharren. Wenn ich zum Beispiel sage, wir finden im Ehrenwerten Koran zum Beispiel einen Hinweis, dass dieser Begriff auch von Polytheisten verwendet wurde. Zum Beispiel, habt Sabr mit euren Aliha, gemeint, haltet nur schön an ihnen fest. Wenn da ein Prophet kommt und sagt, das sind alles Götzen, haltet schön an euren Götzen fest, das ist gewünscht. Das ist also nicht unbedingt ein positiver Begriff, sondern er wird erst im islamischen Kontext zu einem positiven. In welcher Hinsicht kann denn Sabr verwendet werden? Sagen wir, ich habe momentan auch ein bisschen so ein Problem, Sabr bezüglich von Krankheit und Beschwernis. Wenn Sie Krankheit und Beschwernis haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Einer ist ungünstig, das bedeutet jammern, sich beklagen. Das bringt nur gar nichts. Auch wenn ich persönlich vielleicht an meiner Krankheit gar nicht schuld bin, ist die Frage vom Schuld oder Nichtschuldsein nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie gehe ich mit der Lage um? In der Krankheit muss ich Sabr zeigen. Ich bin standhaft. Das heißt, ich jammere nicht, sondern versuche, das Beste draus zu machen. Und wenn ich flachgelegt bin durch die Krankheit, dann ist das eben so. Dann muss ich mich gedulden. Also Geduld ist ein weiterer Schlüsselbegriff. Ausdauer, Geduld, ertragen, standhaftig sein, einen festen Standort haben. Eine andere Auslotung ist zum Beispiel, wenn jemand etwas versucht und es gelingt ihm nicht gut. Jetzt könnte er aufgeben. Aber er gibt nicht auf, sondern er hat Sabr,
Was bedeutet hier Sabr? Er ist dauerhaft dabei. Er hat Zuversicht. Zuversichtlich hält er an einer Sache fest. Auch schon eine interessante Bedeutung. Wenn ich das Gebet verrichte und ich habe das Gefühl, ich persönlich jetzt nicht, aber jetzt als Beispiel, das Dua würde gar nicht angenommen, ich würde gar nicht ein spirituelles Gefühl haben, ich würde das Gefühl haben, ich mache das Gebet und es wäre, als ob nichts da gewesen wäre. Dann kann das eine Prüfung sein. Der Schöpfer zieht sich etwas zurück und schaut, wird mein Diener mein Gebet festhalten? Wird ihm die Sache wert sein, auszuharren, geduldig zu sein? Wird an seinem Standort, ich möchte mich dir annähern, O Allah, festhalten? Oder wird er das nicht tun? Tut er das, nennen wir das Sabr. In diesem Sinne. Sie merken, der Begriff ist eigentlich überhaupt gar nicht eindeutig. Er deckt einen riesen Range ab. Sagt also der Schöpfer, willst du weiterhin mein Diener sein? Und der Diener sagt, inni sabir, ich halte daran fest, O Allah. Dann bekommt er für diesen Sabr, dieses Festhalten daran, Lohn. Es gibt, soweit ich das gesehen habe, abgesehen von der Erwähnung einiger Polytheisten bezüglich ihrer Götter, keine negative Nennung oder Konnotation des Begriffes Sabr. Auch in der Sunna habe ich das so nicht gesehen. Deswegen hat sich allgemein der Begriff Sabr als positiv belegter Begriff durchgesetzt. Die meisten scheinen aber diesen Begriff etwas zu interpretieren. Also Stichwort, ich habe ein Problem, ich habe Sabr. Und damit meinen die Leute, die das so verwenden, ich mache jetzt hier nicht weiter, ich lasse das einfach so liegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Bedeutung von Sabr ist. Sabr könnte sein, hier ist ein Problem, eine Herausforderung, das kann ich jetzt so nicht lösen in diesem Moment. Ich fasse die Absicht, das Problem zu lösen mit Allahs Hilfe. Im Moment lasse ich es mal beiseite, aber mein Standort, mein innerlicher Standort ist ungebrochen und fest, unnachgiebig. Der Begriff Sabr hat auch eine Bedeutung, wenn wir verschiedene Überlieferungen zusammennehmen, wie etwa die Reihe von Überlieferungen, in denen der Prophet a.s. beschreibt, wer in den späteren Zeiten, die zum jüngsten Tag hin neigen, am Dien festhalten will, der ist so, als ob er ein glühendes Stück Kohle festhalten würde. Jetzt den Sabr zu haben, an einer glühenden Kohle festzuhalten, das ist jetzt kein gutes Deutsch, kann ich übertragen, indem ich sage, die Standhaftigkeit, die Ernsthaftigkeit, die unverrückbare Meinung zu behalten, am Dien festzuhalten, auch wenn er mir scheinbar Nachteile einbringt, so als würde ich eine glühende Kohle in der Hand halten, das ist mein Sabr. Ist zum Beispiel eine Bedeutung. Sabr wird auch verwendet bezüglich der Eigenschaften der Menschen. Weil nun einmal es so ist, dass die meisten Leute keine Geduld haben, weder mit sich selbst noch mit anderen. Und wenn also jemand aus seiner Ungeduld heraus etwas sofort haben möchte und einen Streit vom Zaun bricht, ist die Frage, wie stelle ich mich jetzt dazu? Was ist meine Reaktion? Je nachdem, wenn die Anrechte von anderen Menschen verletzt werden, gebe ich mich damit nicht zufrieden. Ist es meine eigene Position, überlege ich mir, lohnt es sich dafür zu streiten? Was sind die Nachteile? Was sind die Folgen, die das Ganze in der Folge weiter haben könnte? Oder möchte ich eine Eskalation vermeiden und habe ich jetzt, was? Sabr. Wie in dem Beispiel des persönlichen Zwists, der persönlichen Streitigkeit. Ich habe weiterhin meinen Standort, da habe ich Sabr. Ich ertrage, was der andere mir sagt und beleidige ihn nicht zurück. Ich habe Sabr. Ich habe den Wunsch, weiterhin die Freundschaft zum Guten zu führen. In dieser Hinsicht, in meinem Bestreben dahin, in meiner Absicht dahin, habe ich auch Sabr. Somit gibt es eigentlich überhaupt keinen einheitlichen Begriff, der das wirklich zusammenfasst, außer im Arabischen. Das ist das eine. Das andere, wird das denn eigentlich im ehrenwerten Koran so verwendet? Oder anders gesprochen, in welchem Kontext ist es denn so? Der Schöpfer hat das offen gelassen. Es gibt zwar meistens einen konkreten Anlass, eine konkrete Situation bei den Ayat,
Aber wenn man das einmal zusammenfasst, merkt man, dass auch dort der Begriff sehr weit gefasst wird. Hier habe ich etwas anderes gefunden, was ich Ihnen heute vorstellen möchte. Man nennt das beim Tafsir den Schlüsselbegriff zusammen mit dem Kernbegriff. Der Kernbegriff ist Zabr. Und der Schlüsselbegriff, der diesen Kernbegriff etwas erläutert, ist ein Zusatzbegriff. In diesem Fall das Wort ma, gemeinsam mit jemandem sein. Inna Allaha ma sabirin. Wahrlich, Allah ist gemeinsam mit denen, die Sabr ausüben. Will sagen, er unterstützt sie, er schützt sie, er stärkt sie. Er ist der Meinung, dass dieses Sabr gut ist in dieser Lage. Das ist also schon ein verdecktes Verb. Da ist eine verdeckte Handlung drin. Wenn der Schöpfer sagt, ich bin mit dir, dann ist gemeint, ich vertrete dieselbe Meinung, bleibe bei deiner Meinung. Du meinst, du brauchst Kraft, die werde ich dir geben. Meinst du, dass du eine gute Sache machst? Ich auch. Ich unterstütze dich. All das sind solche Bedeutungen. Wir nennen sie Schlüsselbegriffe. Der kleine Begriff Ma ist also hier tatsächlich ein Schlüsselbegriff. Und er tritt jetzt in Interaktion mit dem Begriff Sabr, der sonst auch alles andere heißen könnte. Jetzt kann man wiederum sagen, in dieser Aussage, Inna Allaha ma'a sabirin, spielt es eigentlich im Kern gar keine Rolle, von welcher genauen Art das jeweilige Sabr ist. Solange die Absicht gut ist und solange die Handlungsweise vertretbar ist, muss diese Teil-Aja gelten. Das ist das Interessante. Wenn ich also sage, ich möchte am Gottesdienst festhalten, Allah sagt, ich bin mit dir. Wenn ich sage, ich ertrage, was jemand aus meiner Familie oder meiner Verwandtschaft mir sagt, weil ich nach wie vor eine gute Beziehung haben möchte, Allah ist mit mir. Wenn ich sage, ich bin hier bei einem Handwerk, so oft ist mir das Werkstück kaputt gegangen, aber es ist ein schönes Handwerk und es ist ein nützliches Handwerk, ich möchte es erlernen. Und solange ich mich bemühe, in der Hinsicht Sabr habe, heißt es, Allah ist mit mir. Das ist eine ganz wichtige, mutmachende Aussage Allahs Ta'ala im Koran. Und alle Aussagen, die Mut machen, Verzeihung, sind es wert, gerade in unseren Zeiten, in Krisenzeiten, betont zu werden. Beziehen wir das einmal auf das aktuelle Geschehen. Viele Menschen, mich eingeschlossen, bemühen sich, dass sie in puncto Lebensunterhalt im Halal-Bereich bleiben. Nicht immer einfach. Viele bemühen sich, dass sie die notwendigen Ausgaben erfüllen können. Nicht immer einfach. Viele bemühen sich trotz der Zeiten, ihr Studium, ihr Lernen voranzutreiben, obwohl so viele Beeinflussungen kommen. Nicht so einfach. Viele müssen ihrer Arbeit nachgehen und nicht alles kann im Homeoffice geleistet werden. Und auch das Homeoffice hat ja seine Macken. Trotzdem, wir machen weiter. Das ist eine Art des Sabr. Und dann kann man sagen, und wir in Europa im Durchschnitt jammern ja noch auf einem relativ hohen Niveau. Wenn man sich anschaut, dass in vielen Orten die Einfachen, die Armen, die ungebildeten Menschen wirklich nur von Gelegenheitsarbeit schon vor der Krise lebten und jetzt nicht mehr von der Hand im Mund leben, sondern wortwörtlich nichts mehr haben, ist das eine andere Art von Verzweiflung. Am Ende ist der Begriff Sabr, wie auch immer gegeben, ein Gegenbild zu Ya's, Verzweiflung. Warum? Auch im Arabischen gedacht. Man sagt zum Beispiel, ich bin bei einer Arbeit. Am Ende gebe ich die Hoffnung auf, dass daraus noch irgendwas wird. Ay'asu min. Ich bin ganz und gar verzweifelt von dieser Sache, wortwörtlich. Also das heißt, ich habe es aufgegeben. Sabr ist das Gegenteil. Wie auch immer, mit Delay, mit Verspätung, wie auch immer, ich bleibe dabei. Und jetzt merken Sie, das ist nicht unbedingt eine sprachlich so naheliegende Kopplung, aber sie ist eine sinngemäße Kopplung, die im Koran auch vorkommt. Allah verkündet Beistand denen, die Sabr zeigen, und er sagt ihnen auch, den Menschen, der Shaitan jedoch will für euch Ya's, die Verzweiflung, und Faqr, Armut. Und das können Sie jetzt sehr leicht zusammenbringen. Ich bin bedroht
von Arbeitslosigkeit. Ich bin bedroht von Mangel. Ich bin bedroht von Krankheit, wie auch immer gegeben. Gebe ich jetzt auf oder sage ich, und wenn mir gar nichts anderes bleibt, dann kann ich mich nur noch zu Allah hin begeben, weil mir kein Mensch mehr hilft, keine Behörde mehr hilft, kein Geldgeber in Sicht ist, zum Beispiel. Und ein solcher Mensch, der würde jetzt sagen, mir bleibt kein anderer Ausweg, la malja'a li, ich habe keinen Ausweg mehr außer Allah selber. Und sage, und ich halte an dir fest. Dann sagt Allah wieder, ganz logisch, inni ma'ak, ich bin mit dir. Und sehen Sie allein schon, das sagen zu können, ich bin mir sicher, Allah ist mit mir, ist so viel Zuversicht, ist so viel Vertrauen, ist so viel Gewissheit, das ist eine Art des Sabr. Und vielleicht ist das sogar die ursprüngliche Art des Sabr, die überall im Koran durchschwingt. Stichwort, was immer du tust, vertraue darauf, dass Allah dir hilft, dir weiterhilft, zur Durchführung verhilft, zum Sieg verhilft. Und das können Sie aus den Ayat, in denen das genannt wird, auch immer absehen. Es gibt immer konkrete Anlässe, aber wenn man es einmal genau betrachtet, geht es doch um ein tieferes, nämlich um das grundsätzliche Einverstandensein mit Allah und das Festhalten an ihm. Und dieses Festhalten an Allah Ta'ala über Ibadah, über Zikr, über Nachdenken, über seinen Namen, über die Rezitation und so weiter, hat Auswirkungen. Also wenn ich das wirklich tue und wenn ich mich, auch dazu gibt es prophetische Hinweise, in schwierigen Lagen an Allah mit bestimmten Namen wende, Ya Murif, du Erretter, Ni'am al-Mawla wa Ni'am al-Nasir, was für ein vorzüglicher Schützbeherr bist du und was für ein vorzüglicher Helfer. Hasbi Allahu wa Ni'am al-Wakil. Meine Genüge, also ich nehme das ganz wortwörtlich, meine Genüge ist Allah. Allah genügt mir ganz und gar, heißt das wörtlich. Wa ni'am al-nasir. Oder ni'am al-wakil. Und wie vorzüglich ist es, wenn man sich auf ihn verlässt. All diese Dinge und all diese Begrifflichkeiten deuten in eine bestimmte Richtung. Es gibt Lebenslagen, in denen wir an die Wand gedrängt werden, in denen uns wirklich keine andere Möglichkeit mehr bleibt. Das kann im Kleinen sein, der Gestalt, wir haben einen Streit mit einem geliebten Menschen oder einem Menschen, der uns wichtig ist und wir finden die Lösung nicht. Wir kriegen den Faden nicht durchs Nadelöhr. Wir wissen nicht, was wir da anfangen sollen. Alles, was wir bisher angefangen haben, ist schiefgegangen. Das ist ein typisches Beispiel. Wenn wir jetzt aufgeben und sagen, ich lasse diesen Menschen beiseite, ich kümmere mich nicht mehr drum, ist das Ya'as, Verzweiflung. Und wenn ich jetzt dahin gehe und sage, ich weiß vielleicht jetzt die konkrete Lösung nicht, aber ich werde mich an Allah wenden, dass er uns weiterhilft. Und ich werde nicht aufgeben. Mir ist wichtig, dass diese Beziehung bleibt. Dann habe ich diesbezüglich Sabr. Nehmen wir abschließend ein anderes Beispiel, ein bisschen umfassender. Sehen Sie, im Kernpunkt ist das Festhalten am diesseitigen Leben auch eine Art von Sabr. Und es ist mit vielen untergeordneten Arten von Sabr verknüpft. Vielleicht haben Sie einmal darüber nachgedacht, dass wenn ich das diesseitige Leben im Kern als eine Prüfung bezeichne, als eine Herausforderung bezeichne, dass ich mir dann sage, was verleiht mir Lebensmut? Und diese Frage stellt sich natürlich heute umso mehr. In Zeiten, wo man prinzipiell sehr viel Gutes auch sehen konnte in der Welt, waren die Menschen geteilt. Der eine schaut automatisch auf das Üble und ihn verlässt jeder Lebensmut. Dann gibt es andere, die egal wo auch immer etwas Schönes sehen können und die haben viel Lebenskraft und viel Lebensmut. Jetzt sind diese Stellschrauben der angenehmen Dinge im Leben aber so, dass es Zeiten gibt, Kriegszeiten, Krankheitszeiten, wirtschaftliche Krisenzeiten, Flüchtlingszeiten und so weiter, in denen es beengter wird. Und wenn ich jetzt mal sage, allgemein, auch unabhängig von der Frage, ob man Muslim ist oder nicht, ist es die letzten Jahre sehr eng geworden. Allerorten sieht man Probleme,
Krisen, Kriege, Flüchtlingsproblematik. Jetzt kommt noch die wirtschaftliche Problematik dazu, die sich durch Corona sicherlich nicht erleichtern, sondern noch erschweren wird. Und niemand weiß, wie es weitergeht. Wirklich wissen tut's keiner. Jeder wurschtelt irgendwie weiter. Es sind solche Zeiten, in denen Sabr gefordert ist. Stichwort: Es ist keine große Kunst, an etwas festzuhalten, wenn doch alles rosig und sonnig ist. Es ist schwierig, an etwas festzuhalten, wenn es kritisch wird, wenn die Mehrheit der Menschen bereits aufgegeben hat. Dann ist es wichtig, dass man seine Verantwortung betrachtet. Und ich sehe das in zweierlei Hinsicht. Das eine ist das Individuelle. Wenn ich zum Beispiel feststelle, dass eine bestimmte Lebenssituation für mich nicht passt, und ich denke dann zum Beispiel an Auswanderung oder ich denke an Veränderung meiner Arbeit oder an noch andere Möglichkeiten, die aber alle bedeuten, dass ich mein Leben von 0 auf 100 umdrehe. Und ich täte das, weil ich an bestimmten Prinzipien festhalte, dann hätte ich auch Sabr. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben eine Arbeit, eine Tätigkeit und mit der Tätigkeit kommen Sie am Anfang aus. Im Laufe der Zeit verändert sich die Tätigkeit jedoch und nach werden Geschäfte getätigt, ich habe sowas mal erlebt, bei denen es um Alkohol geht, bei denen um andere Dinge vorgebracht werden, die Sie beim besten Willen nicht mehr mit Ihrem Gewissen vereinbaren können. Aha, das Gewissen. Was ist denn das auf einmal? Das Gewissen ist im Grunde Ihr Festhalten, auch Sabr, Ihr Festhalten an bestimmten Prinzipien, die für Sie nicht zur Debatte stehen. Dann sagt man so, dann verkaufen Sie das eben auch. Dann sage ich, nein, das verkaufe ich nicht. Ach, warum nicht, Herr Reitige? Ja, weil ich das nicht will. Warum wollen Sie das nicht? Mein Gewissen sagt mir, ich kann das nicht machen. Ach, Ihr Gewissen, Herr Reitige, dann sage ich Ihnen, Sie verkaufen das oder Sie verschwinden. Aha, so jetzt die Frage. Hatte ich schon mal im Leben sowas? Was mache ich jetzt? Verkaufe ich das jetzt? Trete ich einfach mein Gewissen mit Füßen? Um den Preis, dass ich am Ende mir am Morgen nicht mehr in den Spiegel gucken kann, weil ich feststelle, ich habe meine sämtlichen Prinzipien, meine moralischen Grundsätze zertreten oder über Bord geworfen, dann bin ich ein Nichts mehr. Das genau ist der Punkt. Bei solchen Prinzipien heißt es Sabr zeigen. Prinzipien. Man will niemandem wehtun, aber es gibt Prinzipien, die stehen einfach nicht zur Debatte. Und wieder kommen wir auf das, was ich bei anderer Gelegenheit schon oft erwähnt hatte, der Maßstab. Der Mensch braucht einen Maßstab, den setzt ihm seine Kenntnis der Quellen, die transzendent sind, und sein Gewissen. Daraus muss sich sein Maßstab prinzipiell formen. Wenn der Schöpfer sagt, das ist eine üble Sache, oder wenn der Schöpfer sagt, das ist eine gute Sache, dann bleibt das als Maßstab bei mir. Ob ich das in der Öffentlichkeit umsetzen kann, ist eine zweite Frage. Ob ich das in der Öffentlichkeit laut sagen kann, ist eine andere. Wenn ich mich in der Straßenbahn hinstelle und sage, Leute, beginnt doch endlich wieder euch Gott mit Gebet hinzuwenden, das wäre gut für euch. Wenn die sagen, hör mal, wer bist du denn überhaupt? Kann den mal einer zum Schweigen bringen? Mein Gott, was ist das für ein Idiot? Mann, bist du aus dem Irrenhaus gekommen? Aus welcher Plastikzelle kommst du denn? Solche Reaktionen kann man erwarten. Kann man erwarten. Durchaus. Das Beste ist noch, dass die Leute schweigen. Gewissen bedeutet hier aber vor allen Dingen festhalten für sich selbst und die Menschen, für die wir verantwortlich sind. Und das ist das Allererste. Ich meine nicht, dass wir groß in der Welt heute etwas verändern können. Ich sage Ihnen das ganz offen. Ich sehe im Gegenteil, dass hier viele Dinge kommen, an denen der Einzelne und auch größere Organisationen scheitert. Es sind weltweite Phänomene. Das ist Ihnen wahrscheinlich auch aufgegangen. Dinge, die jedes bisherige Maß weit übersteigen. Wenn eine Wirtschaftskrise kommt, ich kann das nicht verhindern. Nicht mit mir und nicht mit meiner Firma. Und das Einzelne schon gar nicht. Sondern ich muss schauen, wie ich das Problem für mich selber und meine Familie löse. Allenfalls noch Verwandte und Freunde mit reinnehme und dann ist auch Schluss. Das Problem hier ist das Problem des Schiffes. Das Schiff der Rettung. Ich brauche in jeder Lebenslage einen Plan, um ein Schiff der Rettung zu bauen. Und ein kluger Mensch blickt in die Zukunft und sieht die Wolken, die einen heraufrückenden Sturm ankündigen.
und baut sich verflixt nochmal sein Schiff oder zumindest ein Boot, damit er nicht mit Null da sitzt. All diese Dinge sind wichtig und in all diesen Situationen gilt der Spruch, gilt der Hinweis, gilt die Teil-Aja im ehrenwerten Koran, mit der ich abschließend noch einmal Sie bekräftigen möchte. Inna Allaha ma'as-sabirin. Das ist ein sogenanntes Versprechen Allahs. Es gibt wenige davon im ehrenwerten Koran. Das ist aber eines. Und wenn Sie Sabr in diesem Kontext etwas weiter betrachten, wie wir das jetzt auch dargestellt haben, dann wissen Sie, dass Sie als Muslime, wenn Sie am Islam festhalten, an Allah festhalten, an Ihrem Gewissen festhalten, immer eine Unterstützung von Allah erwarten können und bekommen werden, so Allah Ta'ala will. Damit möchte ich mich heute auch verabschieden. Allahumma ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Dhal Jalali wal Ikram. Gib uns das Beste in dieser Welt für unsere nächste Welt. Lass uns geduldig und ausdauernd und standhaft sein, unsere Prinzipien vertreten, am Islam festhalten und auf dem Weg zum Paradies vorwärts schreiten mit deiner Erlaubnis und mit deiner Hilfe. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Salam alaikum.